Die Bedeutung von KI-Kompetenz. Also ich glaube, es geht sogar sofort auch über die Region hinaus. Das ist relevant für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Das habe ich jahrelang in meiner zuvorigen Tätigkeit betrachten dürfen, dass es eben, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu definieren, die eine Überlebensfähigkeit absichern, natürlich auch bedeutet, ich brauche neue Skills, ich brauche neue Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und je größer die Unternehmung ist, umso schwieriger ist es natürlich, diesen Switch irgendwo zu gewährleisten. Und da haben wir ja, man sagt immer schön, so die Hidden Champions, aber hier vor allem auch wirklich viel toll entstandene, wertvolle Unternehmen in dieser Region, die aber eben auch genau jetzt diese Fragestellung haben oder sie demnächst haben werden, wenn sie es wirklich nicht heute schon tun. Das heißt, Data Science, Know-how, bis hin eben dann aber auch zu allem, was man im Engineering etc. Benötigt, sind total kritisch, damit diese Unternehmen in der Zukunft Erfolg haben und dadurch auch für uns als Wirtschaftsstandort einfach eine Sicherheit geben, dass wir eine gute Zukunft haben. Für Unternehmen, also für Startups im Unternehmertum, die gleichen Anforderungen wie auch für ein etabliertes Unternehmen. Also man muss es ernst nehmen, man muss es sich anschauen, man muss verstehen, wo ich es eben bestmöglich einsetze, damit Dinge anders, besser laufen oder überhaupt noch in der Zukunft laufen. Und wie ich dann vor allem, jetzt mit Blick auf die erste Frage, auch wieder mehr Raum gebe, dass andere Menschen sich wieder neue Kompetenzen aneignen können, weil die Tätigkeiten halt beispielsweise durch einen Algorithmus eben entsprechend einfach so ablaufen und dann der Mensch wieder andere tolle Dinge machen kann. Also KI in der Hochschulbildung oder in der Bildung allgemein ist genauso relevant wie auch überall sonst. Also in allen Dimensionen eigentlich. Einmal für die Hochschule selbst, damit sie sich ein Stück weit kompetenter aufstellt und eben, ich sage mal, gleich den Quantensprung in KI-Anwendungen schafft und nicht erstmal in der Digitalisierung hängt. Zum anderen aber vor allem dann auch, dass eben diese Studiengänge einfach bei uns auch entsprechend aufgebaut werden und in einem größeren Umfang vorhanden sind. Das sagen wir aber auch immer, jetzt zum Beispiel im Blick auf den Standort hier in Heilbronn. Selbst wenn hier nochmal 30 Unis dazukommen würden oder 50 Professuren, reicht es immer noch nicht aus, das Talent sozusagen zu erbringen, was die Unternehmung aktuell, Hidden Champions hatten wir vorhin jetzt zu schon gesprochen, was diese Unternehmungen eigentlich brauchen, um zukünftige Geschäftsmodelle nachhaltig aufzusetzen. Und da sehen wir auch IPA sehr stark verortet, ist eben eher die Hilfestellung im Upskilling, also in der Weiterbildung letztendlich für Unternehmen, für Mitarbeiter zu geben. Und da glaube ich auch schon immer dran, dass das der wesentliche Faktor ist, der letztendlich uns als Wirtschaftsstandort weiterbringt. Ich fange immer mit der Vision an und die ist es, KI schnell an die Anwendung zu bekommen. In Deutschland. Also nicht in irgendeinem anderen Land, nicht da in den Ländern, wo es schon ganz schnell geht, sondern eben in Deutschland. Wir bauen heute eine Firma auf. Wir sind mit zwei Stockwerken an einem Platz eben vertreten. Und da haben wir gesagt, wir wollen von Anfang an die Co-Kreation gehen. Also wenn wir jetzt Businessmodelle entwickeln, dann wollen wir eigentlich schon eben nicht zum Telefon greifen müssen, sondern im Zweifel die Tür aufmachen und gleich jemanden haben, der uns Feedback geben kann. Also wirkliche MVP-Validierung letztendlich. Und dafür haben wir eben heute schon verschiedene Partner mit an Bord, also Unternehmen, ob das jetzt produzierendes Gewerbe ist, ob das ein Porsche oder ein Schunk ist oder und eben auch, ich sag mal, die Stadt Heilbronn oder auch so tolle Partner eben wie der KI-Campus, die all ihren kleinen Auftrag haben und die eine Sache wirklich vereint und die ist, mehr zu informieren, mehr Transparenz zu schaffen zu dem Tatbestand KI, schimpf ich es jetzt einfach mal, und dann auch im nächsten Schritt schon eine Hilfestellung zu geben, je nachdem, was das Gegenüber eben verlangt, um sich da auch weiter auszubilden. Und da ist der KI-Campus ja eine klasse Plattform, ist frei zugänglich, kostet nichts, auch schon selbst genutzt in verschiedenen Setups. Ist einfach ein total toller erster Eintritt in das Themenfeld KI.